Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge Minecraft Varo. Und wir müssen diese Folge abhauen. Ich weiß nicht, ob mir wer nachconnectet. Ich hoffe nicht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Momentan bin ich noch alleine auf dem Server. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich easy snipen will. Und ich bin mir jetzt gerade unsicher. Es ist ein bisschen Talk in der Konfi. Und zwar kann es sein, das ist jetzt nicht safe und da will ich auch nichts sagen, also es wird halt irgendwie noch spekuliert, whatever, dass Izzy vielleicht einen Strike bekommt. Und dann sind seine Koordinaten offengelegt. Izzy ist jetzt aber bis Mittwoch dann nicht da. Was gleichzeitig wiederum bedeutet, dass ich locker sollte er die Koordinaten veröffentlicht bekommen, ihn angreifen kann. Weil er absolut keine Möglichkeit hat, dann zu entkommen. Und ich hätte bis dato noch 3 Tage Zeit, oder 2 dann, dahin zu kommen. Was ich mir einen riesen Vorteil geben würde. Das heißt, ich müsste mich jetzt in dieser Sekunde gar nicht beeilen, und kann halt jetzt noch locker farmen. Und wenn Izzy dann back in town ist, werde ich nicht der Einzige sein, der ihn angreift. Und dann hätten wir da vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen was zu stibitzen. Ich finde also da, könnte man warten. Das wäre eine Idee. Das wäre auch ein klein bisschen gemein. Ja, Izzy, das hat nichts gegen dich. Das hätte auch jeden anderen erwischen können. Ich wollte eigentlich Balui. Balui, auch gegen dich habe ich natürlich nichts, wenn du das sehen solltest. Die haben jetzt aber, glaube ich, komplett aufgenommen. Die waren heute, wären die aktuell gewesen. Und zwar ich heute natürlich nicht da. Also zeitlich war es für mich nicht möglich gewesen, sozusagen nachzugehen. Sehr, sehr schade. Und die haben heute dann, glaube ich, komplett aufgenommen. Also die sind jetzt wieder weit weg. Das bedeutet, die einzige Chance, die ich hätte, weil, jawohl, ich bin ja dann auch erstmal noch alleine. Das heißt, ich suche mir vielleicht auch erstmal den einen oder anderen, der alleine ist. Ich hoffe, das kann man auch nachvollziehen. Und da macht es für mich gerade mehr Sinn, den armen Izzy zu hauen. Also mich mit ihm anzulegen. Zu hauen ist ja auch falsch. Izzy könnte mich ja auch einfach verprügeln. Hat er ja schon mal gemacht. Hat er schon einen Kill. Das ist nämlich ein crazy Dude. Und ja, da müssen wir halt mal schauen. Und naja, deswegen hoffe ich, dass ihr das verstehen könnt. Und wie gesagt, vielleicht ist mein Projekt auch da zu Ende. Vielleicht haut Izzy mich um. Vielleicht ist es aber auch gar nicht Izzy, der mich umhaut, sondern irgendein anderer, der ebenfalls Izzy snipen möchte und sich denkt, Daluka hat der Bobo zur falschen Zeit am falschen Ort. Kann auch sein, werde ich direkt mit umgehauen. Oder Izzy kloppt mich halt selbst Izzy weg. Er kloppt mich Izzy weg, verstehst du? Was zur Hölle ist hier passiert? Das heißt, jetzt werde ich. Scheiße, jetzt bin ich eigentlich alleine auf dem Server. Aber durch diese Easy-Sache sehe ich gerade mehr Sinn, jetzt noch meine Dias zu farmen, um dann locker flockig nach oben gehen zu können. Denn dort brauche ich ja als nächstes Leder, damit ich Bücher machen kann. Ja, ich habe noch Leder, aber ich brauche ja mehr Leder, weil ich ja mehr Bücher machen muss, damit ich meine Dia-Sachen nicht unnötig verzauber. Jetzt darf ich mich auch nicht ganz aus den Augen, also meine Orientierung nicht ganz verlieren. Ich bin jetzt auch schon wieder ein gutes Stück dadurch weggekommen. Von da, wo ich gerade war, um hier mich neu zu positionieren. Ich muss ja erstmal hier weg. Wenn also Izzys Koordinaten geleakt werden sollten, werde ich sneaky mich schon mal in diese Richtung begeben. Und ja, das ist so. Dann werde ich schon mal ein bisschen sneaky in die Richtung farmen oder rausgehen und dann weiter farmen. Auf jeden Fall ist halt jetzt gerade der Plan, weiter Dia zu machen. Hose und Helm, das heißt, es ist noch möglich. Und jetzt habe ich halt gerade die Hoffnung, dass ich in der Höhle das ein oder andere Zeug finde, in der ich mich halt gerade befinde. Und naja, bevor ich halt wieder anfange zu strip mine, hier das ein oder andere einfach noch durchsuche. Vielleicht liegt ja irgendwo was Öffentliches. Weil das sieht mir hier alles ziemlich natural noch aus. Natürlich nicht die ganze Höhle. Guten Tag. Einen Bogen könntest du dir auch mal droppen.
So. Ah, ich hoffe, ich übersehe nicht so die offensichtlichen Sachen. Also, dass hier einmal direkt Dias liegen und ich die jetzt gerade übersehe. Ich will auch gar nicht zu lange fahren, das sage ich jetzt sowieso jedes Mal wieder und ich hoffe immer noch, dass man mir das glaubt. Aber ich will auch nicht ganz unvorbereitet in den Kampf gehen, das kann ich euch einfach nur oft genug sagen. Hier waren auf jeden Fall schon Leute, ja, und hier kommt auch alles zusammen. Das hier sieht eigentlich noch ganz gut aus. Perfekt. Habe ich gesehen. Kein Bogen. Aber Dias. Oder Dia. Und jetzt verschwende ich wieder einen neuen Slot in meinem Inventar, weil ich eine neue Picke bekomme. Ich nehme jetzt die Dia-Picke. 1, 2, 3. So, und jetzt hattet ihr gesagt, noch irgendwie drumherum abbauen. Wie ist das gemeint? So weit. So ein, manchmal braucht man so einen kleinen Schocker. Ne? Ich bin wieder wach. Ah, ich bin so fit wieder. Und es war jetzt ja nichts mehr Schlimmes passiert. Eigentlich hätte ich mich auch nicht erschrecken müssen. So, das war jetzt für mich einmal drumherum abbauen. War das gut? Zumindest hat mir das letztens in die Kommentare geschrieben. War aber anscheinend nichts weiter. Wie dem aber auch sei, wir haben 6. Das heißt, vielleicht noch zweimal Dias finden. Jetzt brauche ich trotzdem aber eine Picke. Jetzt waste ich wieder hier. Zack. Und jetzt haben wir wieder einen Slot verschenkt. Aber das kann raus. Toll, hä? Scheiße. Ich bin einfach mal so frei. Ich bin crazy. Jetzt brauche ich trotzdem noch mehr Slots. Okay, ich bin doch nicht so crazy, wie ich gesagt habe. Steine weg. Granit weg. Steine weg. Dann haben wir es wieder mitnehmen. So, jetzt fehlen mir noch 1 und 5. 6. Das könnte eine Ader sein. Also 6 Dias ist doch möglich in einer, ne? Ich glaube sogar 8. Haben wir vielleicht das Glück und können uns komplett equippen? 8 Minuten noch. Dann muss mein Amboss noch halten, aber ich habe ja Eisen. Dann wird noch Gold mitgenommen nächste Mal. Also ich nehme auch jetzt vielleicht das Gold mit. Ja, für euch, Leute. Für die Zuschauer. Boah, wie ich es eingesammelt habe. Ich weiß, dass ihr das mögt, ne? Weil ihr sagt sonst immer, hey, da, Alucard, du sammelst das Gold nicht ein. Das finde ich echt kacke von dir. Und jetzt zack, siehe da. Hab aber eins liegen gelassen, um euch zu ärgern. So. Oh. Das war jetzt uncool, mein Freund. Uncool. Das hätten sie machen müssen. So. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Glück mit meiner Höhle hier. Von daher beliebe ich ja mal weiter in die offensichtlichen Dinge. Warum ist hier so ein Blöckchen? Da waren wir gerade drin. Das hat sich ja auch schon gelohnt. Ich glaube an die offensichtlichen Sachen. Skelette everywhere. So, gucken wir hier hinter noch. Aber das heißt auch, hier ist also ein bisschen diamäßig ist hier halt was. So, hier war ich jetzt überall. Da hinten habe ich schon einmal drinnen geguckt. Aber die Höhle ging auch weiter. Deswegen gehe ich jetzt nochmal hier rein. Entschuldigt bitte. Und jetzt gehe ich nach rechts. Obwohl, hier ist das jetzt Standard. Das ist nicht Standard, oder? Nee, hier war ich gerade. Aber es war noch ein anderer Weg, den ich noch gesehen habe. Oh, ich verschwende wieder Zeit. Aber wenn... Ich habe ja ein Ziel. Tut mir leid, Mr. Zombie. Ja, genau, das habe ich gerade gesehen. Ah, das sieht eigentlich dann noch ganz gut aus, oder? Sehr gut. Komm schon, nicht ein bisschen hoch, glaube ich. Aber wir gucken uns weiter um. Wir gucken uns weiter um. Wir suchen die offensichtlichen Dias. Ich habe keinen festen Standort momentan. Ich kann tun und lassen, was ich möchte. Die Orientierung darf nur nicht versagen.
komm, das sieht doch so gut aus hier noch. Komm, das sieht gut aus. Hey. Eine Dia-Ader. Und wir sind voll. Und dann geht's nächste Runde in Protection-Bücher. Da ich Sugar. Oh, Leute! Metal, Leute! Nein! Den Eimer brauche ich noch. So schön vorsichtig. Eins, zwei, drei. Das sieht gut aus, oder? Wenn der mir jetzt nicht runterfällt. Nice. Kurz gucken, ob ich sicher bin. Hier hinter ist auf jeden Fall was. Wie sieht zeitlich aus? 4 Minuten noch. Nice. Zack. Zack. Jetzt muss ich was anderes verzaubern. Das habe ich auch noch, glaube ich, richtig. Ich verzauber mal meine Diapicke. Efficiency 1. Jetzt hat sich doch dadurch der Enchant hier wieder geändert, ne? Ja, Protection 1. Und Unbreak. Ich muss nochmal was verzaubern. Habe ich eine Eisenpicke? Zack. Efficiency 1. Unbreak immer noch nicht. Okay, habe ich noch irgendwas, was ich verzaubern kann? Nein. Dann gib mir das zurück. Was mache ich denn hier mit? Ach, die will ich später eigentlich in irgendeine. Tschüss. Ja, Schuhe einfach, ne? Ah, ist ja da auch mit weniger Eisen geklappt. Ich will ein Eisen verzaubern. Jetzt gib mir irgendwas. Ah, ja, Protection ist okay. Und jetzt du? Ja, Protection. Zack. Full Iron, Full Prot 1. Und jetzt könnte ich halt weiter. Ja, Dia-Schwert, ne? Eigentlich. Also theoretisch hätte ich jetzt noch mehr Dias gebraucht. Da ich jetzt. Oh, Moment, stopp, 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 stopp. Noch bin ich nicht fertig. Ich habe ein Hide. Dreimal Sugarcane gibt mir das. Und irgendwie, das finden wir schon raus, gibt ein Buch. Und jetzt kann ich ein Buch verzaubern. Mit Protection. Und jetzt verzauber ich. Ich glaube, die Brustplatte ist immer am stärksten, bin mir da nicht sicher. Entschuldigung. Ich freue mich. Ich darf das! Ich darf mich freuen! Ich habe was geschafft! Ich habe was geschafft! So. Cool. Ich bin happy. Gib mir mein Stuff. Ja, den Amboss, der verliert Haltbarkeit immer, wenn ich ihn wieder abbaue. Aber da bin ich ziemlich crazy drauf, müsst ihr wieder wissen. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Hi! Was geht ab hier? Habt ihr Dias für mich? Freunde? War ich hier schon mal? Ich muss gucken, ob ich hier schon mal war. Ne, das wäre der andere Weg, oder? Ah, da liegt ein Stein. Das heißt, hier war ich doch schon mal. Oder irgendwer anderes. Hey, gib mir auf jeden Fall mein Wasser zurück. Okay. So. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wo Izzy ist. Ja? Also ich muss ja jetzt immer noch auf IZZI warten. Und jetzt nach oben zu gehen, bringt's mich, weil ich bin in einer Minute bin ich raus aus dem Game. Remember my name. Und dann. Ja, wenn ich dann das nächste Mal die Chance habe, gehe ich nach oben. Aber noch. Das klingt immer blöd, ne? Da wird man auf einmal greedy, merke ich gerade. Wenn ich jetzt noch mal Dias finde. Da kann ich aber noch nicht gewesen sein. Wenn da also Kobbel liegt. Lag der wegen wem anders? Oder weil ich hier von einem anderen Weg herkam? Ich war hier schon. Oh. Aber ich muss trotzdem da noch mal lang. Es gab noch einen anderen Weg. Ich weiß auch genau, wo ich hin will. Und dann hauen wir ab, Leute. Aber Prot 1. Beziehungsweise Prot 2 auf anderen Shit. Ich bin in 10 Sekunden raus. Ich habe eigentlich Bock weiterzumachen, aber da bin ich.
Hier lang geht's nämlich noch. Huh, ich bin aufgeregt beim nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Varro 4. Macht's gut, habt einen schönen Abend. Ciao.